Ein Lufthansa-Flug von Frankfurt nach Minsk ist wegen eines Corona-Verdachtsfalls mit 2 Stunden Verspätung gestartet. Die betroffene Person musste die Maschine vor dem Start verlassen. Dies bestätigte ein Unternehmenssprecher auf Weltanfrage. Demnach befand sich das Flugzeug in Frankfurt am Main schon auf dem Weg zur Startbahn, als eine Passagierin das Kabinenpersonal alarmierte. Sie sei vergangene Woche aus Kroatien zurückgekehrt und habe sich am Flughafen München auf das Coronavirus testen lassen. Nun auf dem Weg zur Startbahn habe sie per E-Mail das Ergebnis bekommen, es sei positiv. Wie der Spiegel berichtet, reagierte der Kapitän des Flugzeugs sofort. Die Maschine kehrte zur Parkposition zurück. Das Gesundheitsamt habe die Frau abgeholt. Sie müsse für 2 Wochen in Quarantäne.